Alle Pferde drin für dieses letzte Rennen. Ein Start zum ersten Rennen, Preis des Stalles Belliard. Das Feld formiert sich ganz außen, hat Nina S. einen guten Start erwischt und übernimmt die Spitze mit Cornish Bay. Nina S. und Cornish Bay, eine Runde vor Schluss, eine Lücke, kleine Lücke bis zu Wall Street Wolf an dritter Position mit Olivier Plasse und innen durch schießt Amazing Fighter mit Dennis Schirgen. Schießt innen durch und schließt zu Nina S. auf an zweite Position. Dritte ist Lucas Delosier mit Amazing Rock, gefolgt von Wall Street Wolf, dann Jeföhl mit Segantini, gefolgt von Cornish Bay. Am Schluss des Feldes galoppiert Power Primus zusammen mit Markita und Fame on You. Amazing Rock geht jetzt in Führung mit Lucas Delosier. Amazing Rock eine Länge, Amazing Rock zwei Längen, Amazing Rock drei Längen. Nina S. versucht da dran zu bleiben im letzten Bogen, kommt auch wieder etwas näher dran. Hingegen kommt hier Amazing Fighter jetzt doch schon gehörig unter Druck. Und Amazing Rock galoppiert an der Außenseite noch recht locker, so scheint es jedenfalls. Also Lucas Delosier hat wesentlich weniger investieren müssen als Dennis Schirgen, aber Amazing Rock ist zur Stelle. Amazing Rock und innen Amazing Fighter. Dann versucht jetzt auch Fame on You zu kommen, aber Amazing Rock ist an der Spitze. Amazing Rock und Fame on You, jetzt kommt Cornish Bay, aber Amazing Rock, der hat die Spitze zusammen mit Fame on You. Julien Lemay, fünfmal war er Zweiter heute und jetzt marschiert er nach Hause. Aber das sieht jetzt hier wirklich nach dem Sieg aus für Julien Lemay mit Fame on You. Auf dem zweiten Platz ist es Cornish Bay, dann folgt Amazing Rock, dreifach Sieg für Champion-Trainer Miro Weiss. Und wenn einer diesen Sieg verdient hat,